Wir haben sicherlich schon 20 Jahre eine schöne Zusammenarbeit gehabt. Obwohl das ist eine Abschlussveranstaltung, denke ich, dass unsere gemeinsame Arbeit geht noch weiter. Das hoffe ich sehr. Ich gehe sofort zu dem Haus. Ich habe mein erstes Arbeitsleben in dem Pinsener Institut für Arbeitsmedizin gehabt, über 38 Jahre. Und die letzte Produkt, was wir entwickelt haben, war dieser Arbeitsfähigkeitshaus. Dahinter liegt 20 Jahre intensive Forschung, nicht nur in Finnland, sondern in auch vielen anderen Ländern Europa, inklusive Deutschland. Und wir wollten diese Komplexität der Arbeitsfähigkeit in einem Bild bringen. So Leute können das besser verstehen, auch besser benutzen. Deshalb sind wir zu dem Konstrukt von einem Haus gekommen, weil das ist für jeden bekannt. So, dieses Bild jetzt summiert alle Dimensionen, die einen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit haben. Sie sehen hier in dem Haus vier Stockwerke. Die drei untersten Stockwerke sind die sogenannten menschlichen Ressourcen. Der erste oder der Grundstockwerk ist Gesundheit und Leistungsfähigkeit, psychische, soziale. Zweite Kompetenz. Der dritte, der neueste Stockwerk durch Forschung ist die Werte, Einstellungen, Faktoren, die wir motivieren oder demotivieren. Aber das ist nicht die Arbeitsfähigkeit, das ist unsere Ressource. Der vierte Stock ist die Arbeit. Und die Arbeitsfähigkeit ist die Beziehung zwischen dem vierten Stockwerk und meiner Ressource. Was wir brauchen, ist eine möglichst gute Balance zwischen dem vierten Stock Arbeit und meiner Ressource. Das ist die Absicht. So intuitiv, jeder von uns sucht eine möglichst gute Balance im Leben, aber auch im Arbeitsleben. In dem dritten Stockwerk ist ein Balkon. Ein ganz wichtiger Hinweis von der Forschung. Nämlich neben des Hauses gibt es auch zwei andere ganz wichtige Treiber, die einen Einfluss auf unsere Balance und Arbeitsfähigkeit haben. Nämlich Familie und mein persönliches Umfeld. Persönliches Umfeld bedeutet alle menschlichen Netzwerke, die wichtig für mich sind. So, wir haben insgesamt 4 plus 2, 6 Faktoren, die haben jeden Tag, jede Stunde einen Einfluss auf unsere Arbeitswelt. Wenn wir jetzt älter werden, ist es natürlich, dass diese untersten Stockwerke sich sehr viel ändern in verschiedene Richtungen. Besonders die ersten Stockwerke, wir wissen, dass die Prävalenzraten und Inzidenzraten der Erkrankungen werden größer. Das ist ein Teil unseres Lebens. Krankheiten gehören dazu. So, diese Änderungen bringen Probleme in den Betrieben, wenn da in den vierten Stock wird keine Anpassung mehr durchgesetzt. So, das Problem eigentlich ist nicht der Kranken, die Krankheit, sondern das vierte Stockwerk. Das vierte Stockwerk sollte die normale biologische und soziale Änderungen der Menschen besorgen. Der dritte Stockwerk ist deshalb wichtig in dem Bild, weil alles, was ich in dem vierten Stockwerk erlebe, positive und negative Ereignisse, Erfahrungen, sie landen, penetrieren sich langsam zu dem dritten Stockwerk. Und deshalb wird der dritte Stockwerk entweder positiv gewandelt oder negativ. Kommt auch an. Kommt da mehr positive Erfahrungen oder negative? So eigentlich der dritte Stockwerk ist der wichtigste Stockwerk des Hauses, weil der Thermometer liegt da. Ob ich Fieber habe oder nicht. Das wird alles in den dritten Stockwerk gemessen. Und deshalb, meine Damen und Herren, unsere Absicht ist, dass wir wollen ein Haus bauen, wo diese Wechselwirkung zwischen den Stockwerken bleibt. Groß ist, aber sind positiv, möglichst positiv, sodass der Stockwerk positiv
während unseres Lebens, wir haben keine sogenannte, flache Autobahn zu fahren, sondern das ist ein ganz anderer Weg. Eine Teile des Weges können wir selbst bestimmen, aber zwei Drittel nicht. Deshalb kommt es in diese positive und negative Änderungen im Leben. Wir haben durch die Forschung gesehen, dass zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr gibt es 15, 20 verschiedene Ereignisse, die einen Einfluss zu uns haben, entweder positive oder negative. Sehr oft sind die negativen gesundheitsbezogene Sachen. So, wenn die ersten chronischen Erkrankungen kommen, wenn wir da nicht keine präventive Maßnahme gehabt haben, dann geht der Weg nach unten. Und heutzutage bleibt man hier unten zu lange. Deshalb natürlich, BEM ist ein ganz tolles Konzept, weil die warten nicht länger als 6 Wochen. Dann muss man was tun. Eigentlich, wir sollten das natürlich alles präventieren können, dass wir sehen schon, dass der Weg geht nach unten. Eine Früherkennungskompetenzen brauchen wir überall, um die Sachen leichter zu machen und schneller wieder nach oben zu kommen. Aber BEM funktioniert jetzt hier in diesem Fall, dass er versucht, die Menschen wirklich schnell nach oben wieder zu bringen. So, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass der Mensch ist kein standardisierter Typ, der macht immer dieselbe Leistung. Die Leistung und Arbeitsfähigkeit ist völlig abhängig auch von den Lebensphasen, wo wir sind. Und das ist ein wichtiger Hinweis für die Vorgesetzten und auch für die Arbeitgeber, dass der Mensch ist kein Robot. Das Leben hat einen Einfluss auf das Arbeitsleben. Und diese Schwankung muss man berücksichtigen. So, wir wissen mit dem ersten Stockwerk, dass, wie gesagt, es kommen Änderungen in dem Gesundheitsstatus. Das ist die europäische Daten, die zeigen, dass diese Prävalenzraten von chronischen langzeitigen Erkrankungen wachsen zu mit dem Alter. Und Sie sehen, wenn wir sind so 50 plus, 55 plus, ungefähr so ein Drittel von uns werden wenigstens eine diagnostizierte Langzeiterkrankung haben. Aber natürlich 70% haben nicht. Sie sehen auch, dass da ist überhaupt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Natürlich, es gibt unterschiedliche Ergebnisse, wenn wir verschiedene Branchen betrachten, das ist natürlich ziemlich stark auch tätigkeitsbezogene Daten. Aber im Allgemeinen können wir sehen, dass wenigstens ein Drittel von Menschen brauchen diese BEM früher oder später in der Arbeitsleben. So, wenn wir jetzt die Ergebnisse anschauen, wie sieht die Arbeitsfähigkeit aus, wenn wir älter gehen und wenn wir Erkrankungen haben. So, wir schauen die linke Panel zuerst. Das ist diese Arbeitsfähigkeit Item 1 in der Arbeitsfähigkeit Index. Die, da oben dieser Linie ist diejenige, die hat diese völlig gesund ohne irgendwelche Erkrankungen. Diejenige hier, Frauen und Männer, die haben wenigstens eine diagnostizierte Erkrankung. Und Sie sehen jetzt, wie diese Arbeitsfähigkeit wird beeinflusst bei der Erkrankung. Und es bedeutet, dass hier, wenn man ist, so 55 plus, die statt 10 Punkte haben wir 6 Punkte gegeben. So, da ist doch eine deutliche Abnahme zu sehen. Ob diese Erkrankungen bedeuten dann eine Beeinträchtigung in der Arbeit, können Sie hier die linke Seite sehen. So, hier haben wir diejenigen, die haben die Erkrankung und das sind jetzt die Prävalenzraten, wie viele von den Gruppen werden dann an Beeinträchtigungen in der Arbeitsfähigkeit haben. Auch hier, wenn wir jung sind,
ist es ungefähr so 20% der Menschen, die sagen, dass ich habe schon Einschränkungen in der Arbeit, in der Arbeitswirklichkeit. Es ist auch wahr mit dem vollständig gesunden, aber es fängt erst an nach dem 55. Lebensjahr. Und da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man den vierten Stockwerk anpasst für die älteren Mitarbeiter. So, Gesundheit alleine bedeutet nicht, dass meine Arbeitsfähigkeit bleibt in dem guten Niveau. Man braucht unbedingt die Anpassungen in den vierten Stockwerk. Wir haben Informationen über verschiedene Krankheiten. Was ist die Rolle der Krankheit auf die Arbeitsfähigkeit? Hier ist ein Beispiel mit den muskuloskeletalen Seite hier oben, so diese Rückenprobleme. Wir haben die Damen ohne irgendwelche Rückenbeschwerden, das ist ihre Punktzahl mit dem Abi. Und die Damen, die haben eine Erkrankung, sie sehen, das ist eine deutliche signifikante Abnahme. So eine Krankheit alleine, die alle anderen haben kontrolliert worden, bringt die Arbeitsfähigkeit runter. In derselben Weise bei den Frauen als bei den Männern, bei den großen Unterschied. Was interessant ist, ist diese Raten, die erzählen, wie viele von den Leuten haben Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit im Arbeitsplatz. Und Sie sehen, dass die Frauen mit Rückenbeschwerden 26%, wie auch bei den Männern, fühlen, dass sie haben eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit. Aber 74% nicht, obwohl sie die Erkrankung haben. So, es bedeutet, wenn man hat die vierte Stockwerk so strukturiert gestaltet, dass ich komme klar mit meinen Beschwerden und Erkrankungen, dann hat es keinen Einfluss auf meine Arbeitsfähigkeit. Deshalb sehen wir heute, dass Erkrankung ist keine böse Sache. Dass das schlimme Sache dabei ist, dass die vierte Stockwerk ist nicht so gestaltet, dass die Leute gerne weiterarbeiten. So, wir haben auch die Behinderten in Finnland studiert, das ist ein repräsentatives Handeln über alle Behinderungsgruppen. Und wenn wir die rechte, diese Säule anschauen, Sie sehen, wie sieht die Arbeitsfähigkeit aus bei den Gruppen von verschiedenen Behinderten. So, Sie sehen, dass ungefähr fast 30% haben entweder ausgezeichnete Arbeitsfähigkeit oder gute Arbeitsfähigkeit. So, 30% können ruhig weiterarbeiten. Sie haben auch fast 26%, die haben eine Messige. So, die Mehrheit von den Behinderten können weiterarbeiten. Und es ist wichtig zu verstehen, sie haben auch oft sehr hohe Motive zu arbeiten. So, der dritte Stockwerk ist positiv, sehr positiv geladen. Sie wollten arbeiten. Die Frage ist, ob sie dürfen arbeiten. Kapazität haben sie. Arbeitsfähigkeit ist da. So, wir brauchen eine Umdenken im Kopf auch gegenüber den Möglichkeiten der Behinderten. So, wenn wir verschiedene Gruppen anschauen, zum Beispiel diejenigen, die sind arbeitsunfähig geschrieben, die sind in der Rente. Rente. Arbeitsunfähig. Sie sehen, dass sie auch geben keinen Zero, keinen Null über ihre Arbeitsfähigkeit, sondern sie geben eine Zahl 4. Die Skala ist von 0 bis 10. Es bedeutet auch, dass diese Leute, die sind raus vom Arbeitsleben geraten worden, haben noch Kapazität da. Und die Frage ist, was können sie dann tun? Sie können sicherlich einiges tun. Wenn Sie sehen, wie groß oder wie klein ist das Unterschied, hier sind die Arbeitslosen
Hier sind die Teilzeitpensionisten, hier sind die normale Bevölkerung, hier sind die Pensionisten. So, Sie sehen, dass da ist auch Kapazität dabei. Das ist normalerweise die Frage. Dann die Frage lautet, wie soll man Arbeitsleben gestalten, dass einige von diesen Leuten könnten auch noch etwas tun. Da ist auch noch viel etwas zu tun. Ich denke, wir brauchen ein Umdenken. Wir brauchen eine gute Kultur in Betrieben. Und dafür ist es ganz wichtig, dass es gibt einen Konsens zwischen den Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die alle wichtigen Spieler in den betrieblichen Bereich. Man braucht neben diese altersgerechte Arbeitsplätze, wir brauchen auch krankheitsgerechte Arbeitsplätze. Und das ist natürlich eine neue Kompetenzfeld für die Vorgesetzten und für die Betriebe. Sie haben immer alles gestaltet für die gesunden Leute. Das geht nicht mehr. Die Bevölkerung wird älter, wir haben mehr und mehr Leute, die sind zu arbeiten, aber haben Probleme mit dem ersten Stockwerk. So, deshalb ist, wir müssen das anders verstehen, die Betriebe, die Tätigkeiten so gestalten, dass es geht. Es geht weiter. Natürlich, diese Arbeitsschutz- und Gefährdungsbeurteilung helfen da sehr viel, aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass gemeinsames Handeln ist der Lösungsansatz. Weil dann sind wir Winner. Wir sind Gewinner, beide Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dadurch, wenn das funktioniert, wird das dritte Stockwerk positiv. Meine Würde ist wieder da, mein Selbstbewusstsein ist zurück und ich kann weiter tun. Wir sind ganz wichtige Bestandteile in dem dritten Stockwerk. Auch wenn man fragt über Kompetenzen, die Leute sind normalerweise sehr kompetent, sie haben lange gearbeitet. Jeder von uns, unabhängig von der Erkrankung oder Behinderung, hat seine oder ihre Kräfte. Und man sollte die Kräfte identifizieren und benutzen. Und nicht nur mit von den negativen Sachen immer sprechen. Jeder hat Kräfte. Und wenn wir die Kräfte benutzen, es bedeutet auch, dass mein drittes Stockwerk wird positiver. Und natürlich, in dem ersten Stockwerk ist viel zu tun. Wir brauchen auch die präventiven Maßnahmen mehr wie früher. Das ist ganz klar. Früherkennung muss deutlich besser sein. Und betriebliche Gesundheitsförderung ist eine alltägliche Sache, was wir sicherlich brauchen. Wenn wir bringen das alles zusammen, dann können wir die Sache auch besser lösen. So, meine Damen und Herren, nach meiner Meinung, diese Langzeitarbeitsunfähige im Arbeitsleben, kann man sagen, dass keiner von uns muss 100% arbeitsfähig sein. Um arbeiten zu können, wollen, wichtig zu verstehen, wir sind keine olympische Mannschaft über unser ganzes Leben, sondern das Leben macht seinen Einfluss. Und deshalb müssen wir auch diese Prozentzahlen unter 100% akzeptieren. Ja, meine Damen und Herren, das war diese Aufwärmung der Sauna. Ich hoffe, wir können jetzt anfangen zum Baden. Sie wissen, dass Sauna ist gut für Sinne und Körper. Und das ist der Haus erzählt, was für eine Aktivität sind nötig, dass wir können vom Leben genießen, obwohl wir auch Erfahrungen haben. Ich wünsche für den Band viel Erfolg.